Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unseren Angelsachsen in Wessex. Ja, und wir schauen jetzt auf einen Mann, der hier in Zukunft für unseren Alfred wichtig werden dürfte. Das ist unser Ratskanzler, der Vogt Cuthred. Ja, und unser Alfred, ihm ist jetzt klar, was seine Aufgabe ist, was er tun muss. Er hat damit schon begonnen. Es geht ihm darum, diese engelsächsischen Ländereien hier, die unrechtmäßig besetzt sind, die zurückzuerobern und ihren rechtmäßigen Herrschern sozusagen wieder zuzuführen. Das ist seine Aufgabe und das hat sich für ihn jetzt so entwickelt. Er ist tatsächlich schon dabei, hier oben in Lancashire das entsprechend zu tun, musste aber feststellen, das zu erobern und dann hier über persönliche Diplomatie einen, ja, Herrscher mit Anspruch oder beziehungsweise eine Persönlichkeit mit Anspruch an seinen Hof zu holen. Das ist offensichtlich nicht ganz so einfach. Da gibt es sicherlich Schwierigkeiten der ja, mit der Kommunikation. Es sind immer lange Wege mit Booten, die dort gemacht werden müssen. Die müssen erreicht werden. Es müssen die Leute gefunden werden, die diese Ansprüche haben. Und das Ganze ist extrem schwierig und zeitaufwendig, wie wir hier im Moment sehen. Und dann ist es ganz oft, dass diese Persönlichkeiten sich auch nicht sofort auf den Weg machen können und dergleichen. Also das scheint nicht ganz der Weg der Wahl zu sein. Deswegen hat unser Alfred sich zu Folgendem entschlossen. Wir schauen nochmal auf unsere Kultur. Wir haben ja hier diese Tradition der Witena-Gemotte, also eine lange Geschichte von Versammlung, die aus den Mächtigen des Landes bestehen. Also wird unser Alfred mal Folgendes tun. Er wird jetzt hier in den ganzen engelsächsischen Königreichen, wird er Diplomaten aussenden, wird er Boten aussenden und wird seinen Plan, seine Ziele kommunizieren lassen, wird sie in die Lande tragen lassen. Er wird die Leute zu sich rufen, die auf diese Ländereien hier oben, die den Angelsachsen genommen worden sind, Ansprüche haben. Diese Menschen wird er zu sich rufen, um für sie dann zu kämpfen an ihrer Seite, um ihnen ihre Ländereien eben zurückzuholen. Er wird eben eine große Versammlung, ein großes Witena-Gemott veranstalten, um eben diese Leute hier nach Wessex zu lotsen. Das werden wir hier mal tun, indem wir Anspruchssteller einladen für 350 Prestige. Das ist gar nicht so wenig. Für 5 Jahre steigt die Wahrscheinlichkeit erheblich, dass Anspruchssteller mit relevanten Ansprüchen als Gäste an unseren Hof kommen. Also, das werden wir auch mal hier markieren und dann werden wir hier mal die Herolde und die Boten versenden. Ja, und hoffen, dass dann auch relevante Leute zu uns kommen, die die Ansprüche haben, die dann eben auch hier für unsere Angelsachsen im Norden wichtig sind. Diese persönliche Diplomatie mit dem ehemaligen Earl wahrscheinlich hier von Lancashire, das wird er trotzdem fortsetzen. Vielleicht funktioniert das ja dennoch. So, dann hatten wir zuletzt auch die Möglichkeit, ein Dynastievermächtnis zu wählen. Da schauen wir hier mal drauf. Und auch hier nochmal der Hinweis auf den rollenspielerischen Ansatz. Auch da habe ich, meine ich, in den Hausregeln ein bisschen was zugeschrieben. Also schaut da gerne nochmal rein. Link in der Videobeschreibung. Also auch hier bei den Dynastievermächtnissen geht es jetzt nicht darum, das rauszusuchen, was uns am allermeisten bringt. Oder zu sagen, okay, hier hinten gibt es irgendeinen Perk, den müssen wir unbedingt erreichen, deswegen werden wir jetzt hier eine Zeile komplett durchgehen. Sondern ich werde bei den Dynastievermächtnissen immer schauen und überlegen, so ein bisschen auf die letzten Jahre, Jahrzehnte, je nachdem, wie lange es her ist, seit das letzte Vermächtnis gewählt wurde. Und werde mal schauen, was ist in der Zwischenzeit passiert. Wofür steht diese Dynastie, weil diese Vermächtnisse, ich verstehe das so, dass das Dinge sind, wie andere Herrscher, andere Adlige, andere Menschen, andere Reichen eben unsere Dynastie hier der Sirdising eben sehen. Und das ist ja davon abhängig, was eben in der Vergangenheit passiert ist. Genau, so machen wir das mit den Dynastievermächtnissen. Ja, und ich würde sagen, das Erste hier ist, glaube ich, relativ klar, seit unser Alfred ja, am
am Thron, auf dem Thron, als Kleinkönig unterwegs ist, also auf dem Thron von Wessex sitzt, ist er im Grunde fast ausschließlich in Kriegen unterwegs. Er wird mittlerweile schon zu Lebzeiten Alfred der Große genannt. Er hat für seine Angelsachsen schon ein Bein gelassen. Von daher denke ich, ist er durchaus als Krieger, als erfolgreicher Krieger bekannt. Von daher werden wir hier dann mal in das Haus von Kriegern sozusagen unsere Bekanntheit investieren. Kampfgeschick plus 2 und Ritter-Effektivität. Genau so sieht das aus. Okay. Ja, und dann können wir, während unser Bischof hier weiterhin diesen Anspruch versucht, auch durchzusetzen, das lassen wir einfach mal laufen. Vielleicht können wir das auch noch gebrauchen. Hier auch als Erinnerung, das ist jetzt nicht so zu verstehen, dass dort ein persönlicher Anspruch irgendwo versucht wird herzustellen auf der Grundlage von gefälschten Urkunden oder dergleichen, sondern unser Bischof hat eben die Aufgabe, er baut das in Predigten ein, er spricht mit den Menschen und führt ihnen vor Augen, dass diese Ländereien eben unseren Angelsachsen gehören, so dass, wenn unser Alfred hier den Krieg erklären sollte, das eben von allen als gerechtfertigt angesehen wird. So, nun aber genug der Vorrede. Schauen wir mal, ob wir hier interessante Leute zu uns an den Hof locken können. Achso, eine Sache noch. Hier die bestehende Entwicklung, schaut euch das mal an. 10 Jahre würde er brauchen, um die Entwicklung zu jetzt weiter voranzubringen, unser guter Verwalter Stigand. Von daher werden wir ihn dann doch mal damit beauftragen, Steuern einzutreiben. Diese Ansprüche kosten Geld, die Kriege kosten Geld. Also die Rückeroberung der Ländereien unserer Angelsachsen ist keine günstige Angelegenheit. Also von daher wird er mal dahin seine Fähigkeiten lenken. So, jetzt schauen wir mal. Schauen wir bei uns an den Hof. Wir haben hier ein paar. Ein Franzosen und zwei Angelsachsen als Gäste, aber niemand davon. Ich meine, er ist ein wirklich hervorragender Kämpfer. Aber es ist, glaube ich, auch relativ teuer, ihn an den Hof zu holen. Ja, 90, das werden wir uns aufsparen müssen. So, er ist jetzt weiter beeinflusst. Ist er jetzt gewillt, bei uns an den Hof zu kommen? Immer noch nicht. 25. Na gut, dann wird unser Alfred hier seine Diplomatie weiter fortsetzen. Können zwischenzeitlich mal auf unsere Kinder schauen. Wie sieht's denn? Ach, die ist ja noch gar nicht erwachsen, die Gute. Gut, und in dem Augenblick wird sie dann aber erwachsen. Edberg wird erwachsen, unsere älteste Tochter. Ich bin stolz darauf, meine Tochter nicht mehr als Kind, sondern als Erwachsene zu sehen. Mit der richtigen Anleitung kann sogar ein Kind wie Edberg, das kaum ein natürliches Talent für die Kriegskunst zu haben scheint, doch ein echtes Verständnis davon erlangen. Es ist beeindruckend, solches Können bei jemand so Jungem zu erleben. Sie zeigt ein Maß an Einsicht, das selbst unter erfahrenen Befehlshabern selten ist. Schaut euch das an. Ich meine, sie ist aber auch wirklich, sie ist ein intelligentes Mädchen, Glaubenskriegerin und auch eine brillante Strategin tatsächlich geworden. Außerdem tapfer, ruhig und gefühllos. Sehr interessant. Schauen wir nochmal auf ihren Verlobten. Er ist der Bruder des Earls von Bendenford. Mal schauen. Ich meine, er hat hier auch einen Anspruch. Wir werden jetzt, also. Ich glaube, was für unseren Alfred überhaupt nicht zur Debatte steht, ist hier irgendwelche internen angelsächsischen Kriege zu kämpfen. Aber um die Töchter zu versorgen, wir können ja unseren Töchtern keine Titel verleihen, aber ihren Männern. Also von da aus, wenn bestimmte Personen hier eben auch vielleicht nicht, auch wenn wir sie jetzt rufen, hier oben die Ansprüche haben, nicht zu uns kommen, gibt es vielleicht auch die Möglichkeit, hier anderweitig dann noch Titel zu vergeben und damit auch die Töchter versorgt zu wissen. Und er ist immerhin auch schon treuherzig zufrieden, bisschen sprunghaft, aber er wäre doch ein guter Vasall, der kleine Edmund. Okay, das warten wir aber ab. Können natürlich schauen, wer hier einfach mal Interesse halber. Es gibt nur einen einzigen Anspruchsteller.
aber auch er will nicht an unseren Hof kommen. Gut, im Grunde ist das klar, spielmechanisch, weil es wäre ansonsten ja einfach, es wäre ja zu einfach, sich immer die Leute rauszusuchen, die Ansprüche haben, an den Hof einladen, ihre Ansprüche durchsetzen. Wäre ein bisschen zu einfach, auf diese Art und Weise zu expandieren, denke ich. Von daher, wir werden ihn uns aber auch mal markieren und mal schauen, wer weiß, was sich da dann noch ergeben will. Aber ich bin ein bisschen überrascht, dass tatsächlich noch niemand jetzt hier mit Ansprüchen bei uns an den Hof gekommen ist. Was ist denn mit ihm? Tja, er will auch nicht natürlich. Also er ist hier von der ehemaligen, unserer ehemaligen Gefangenen, der Mann. Okay, und ihre älteste Tochter ist hier beim Häuptling von Jockemock auch im Gefängnis. Naja, die Familie scheint kein Glück zu haben. Also hier segeln einige größere Armeen vorbei. Oh, zwischenzeitlich ist Alswith wieder schwanger. Tja, und jetzt können wir hier einen 96 wird das kosten. Schauen wir mal gerade hier. Oh, schaut euch das an. Habe ich mich da verklickt? Jarl Ivar. Ivar der Knochenlose ist gestorben. Im Alter von 66 Jahren trank er sich zu Tode am Ende des Tages und sein Vater lebte auch schon nicht mehr. Er ist seinen Verletzungen erlegen, ja, wahrscheinlich in einer der Schlachten gegen die Angelsachsen. Und so haben wir hier jetzt einen ganz jungen, ja, Häuptling, einen nordischen Häuptling. Er ist zynisch, auch gesellig und unersättlich, ist hier in zwei Kriege mit involviert, hat nur 1400 Mann, ist relativ schwach. Also von daher denke ich, ist auch der eigentlich keine Gefahr. Von daher, da wir bisher jetzt keine Anspruchsteller haben, werden wir uns hier um diesen Anspruch so kümmern. Ja, und werden dann schon mal weiterschauen. Was haben wir denn hier? Cumberland. Ich meine, das wäre natürlich schon mal sehr interessant hier, seine Hauptgrafschaft, das Earldom von North Reading. Lassen wir mal da weitermachen. 3 Jahre braucht er tatsächlich. Ja, und dann denke ich, werden wir keine Zeit verschwenden. Und unser Alfred wird hier sein Ziel weiter durchsetzen. Schade, dass bisher jetzt keine Anspruchsteller hier zu uns gekommen sind. Aber okay, dann werden wir uns jetzt hier um mal kümmern. 31 Prestige, überhaupt gar kein Problem. Er hat durchaus ausreichend Gold, sagen wir mal so, aber trotzdem ist er eigentlich schwach. Also, wir werden diesen Krieg hier erklären. Unsere Verbündeten, denke ich, brauchen wir nicht. Sammelpunkt hierhin verlegen und dann werden wir hier einmal alle ausheben. Dann wird sich natürlich unser Alfred hier wieder selbst an die Spitze seiner Armee stellen. Ich war eben kurz verwundert, warum es hier 6000 angezeigt wurden, aber das wäre, glaube ich, inklusive unserer Verbündeter gewesen. Hier Struwelhaar tritt mit ein. Aber der ist ja auch in andere Kriege. Ah, ne, er ist hier nicht in andere Kriege mit involviert. Okay, aber auch er ist nicht außerordentlich stark. Die Belagerung hier geht auch relativ schnell. Vielleicht müssen wir dann noch übersetzen, kann ich mir vorstellen.
Ostsachsen wird jetzt belagert. Aha, hier unten sind sie also angekommen. Gut, dann werden wir unsere Belagerung hier oben beenden. Das ist schon jetzt der Fall. 8% bringt das aber nur. Und dann werden wir hier runter marschieren. Das wird allerdings natürlich einige Zeit dauern. Wird noch woanders belagert? Nein. Die brauchen aber 15 Monate. Okay, so lange müssen wir dann auch nicht marschieren. Alle Vorteile auf unserer Seite. Und er ist weiter beeinflusst. Wie sieht es denn jetzt aus? Immer noch nicht. Tja, vielleicht kann es auf diese Art und Weise auch nicht funktionieren. Wer weiß. Ein weiterer Kriegsführungsfokus ist auch verfügbar. Ritterliche Vorherrschaft. Ja, ich denke, so in den Kriegszeiten, darum geht es unseren Alfred eher. Das werden wir mal freischalten. Und dann werden wir. Oh, sie ziehen von dannen, aber 9 Tage. Sieht mir so aus, als sollten sie das nicht mehr schaffen. Nein. Mit klarem Vorteil kommt es hier zur Schlacht. Und damit ist dieser Kampf auch schon erledigt. 22% ist sehr gut. Ja, jetzt ist die Frage. Schauen wir mal kurz auf die Gefangenen, die wir hier gemacht haben. Häuptlinge Björn. Oha, er ist aber auch ein hervorragender Kämpfer. Für den Kriegsstand wird er nichts bringen, ne? Nee, natürlich nicht. Jetzt ist die Frage, wer flieht wohin? Ich denke, wir könnten eigentlich die Fliehenden ein wenig verfolgen. Was anderes. Oh, und derweil wird ein weiterer Sohn geboren. Ein weiteres müdes und glückliches Lächeln von Elswith. Und sie hat uns einen perfekten kleinen Sohn geboren. Dann schauen wir doch mal nach einem guten angelsächsischen Namen. Oha. Lothere. Lothir. Gott, wie sollte man das aussprechen? Bin ich mir unsicher. Elfstan. Elfstan, Sohn von Elfrid. Ja, finde ich ganz klug. Gut, also mögst du stark und weise werden. Wir müssen natürlich ein bisschen aufpassen mit unserer Versorgung. Aber wir werden einfach mal hier die Verfolgung aufnehmen. Oh nein, und der kleine Elfstan. Alle Kinder weinen, doch bei Elfstan hören die Tränen gar nicht mehr auf. Ich hoffe so sehr darauf, dass die Hebamme meinen Sohn lindert, aber ihre in Falten gelegte Stirn macht es nur schlimmer. Euer kleiner Spatz nimmt nicht zu, wie er sollte. Wir werden uns gut um ihn kümmern, doch am Ende liegt sein Leben in der Hand von Gott. Oh nein, der Kleine, schaut ihn euch an. Er ist ein kränkliches Kind. Bitte, kleiner Elfstan, hör doch auf zu weinen. Was ist denn hier mit unserem Arzt, unserem Mönch, Esselfrith? Kann er sich nicht auch mit um den Kleinen kümmern? Er hat doch bestimmt auch noch das eine oder andere Heilmittel an der Hand. Wir schauen hier nochmal kurz auf diese Schlacht, die sehr erfolgreich war. 600 Verluste zu nur 110 auf unserer Seite. Und das sind auch nur im Grunde überwiegend Aufgebote gewesen. Oh, wir konnten hier sogar einen Champion auf der Gegenseite erschlagen. Tatsächlich haben wir auch mit sehr wenig Champions gekämpft und Earl Sebert von Ostsachsen, der alte Haudegen, hat mal wieder bewiesen, hat seinen Wert unter Beweis gestellt. So, wo segeln Sie jetzt hin? Nicht, dass Sie jetzt dann aber hier unten an Land gehen wollen, das wäre irgendwie auch blöd. Nee, okay, sie segeln völlig anders. Gut, dann kann ich mir vorstellen, machen sich hier auf den Weg, um zurückzubelagern. Ja, da sind sie sogar relativ fix. Aber hier kommt es zur. Oh Gott, schaut euch das an.
Welche Vorteile alle auf unserer Seite sind. Ja, die Versorgung ist ein Problem. Da müssen wir uns nach der Schlacht dann drum kümmern. Ja, einen kleinen Teil erreichen wir hier. 32%. Okay, ansonsten, wo die dann hinmarschieren, ist die Frage. Wir werden unsere Armee mal aufteilen. 2900 ist hier die Schwelle. Dann werden wir hier erstmal etwas Versorgung aufnehmen und ein bisschen das abwarten. Die wollen wir jetzt reinmarschieren. Haben wir hier einen Befehlshaber? Ja. Nein, nicht aus Wasser. Das war nicht das Ziel. Okay, der Kriegsstand müsste jetzt eigentlich auch wieder für uns ticken. Und es kann für unseren Erben, den jungen und nachdenklichen Egbert, ein Vormund auch ausgewählt werden. Auch hier wählen wir natürlich auch erstmal aus, was so sein kindliches Talent ist, was er so angeboren mitbringt. Und ich würfel eine 4, 1, 2, 3, 4 und damit bleibt er tatsächlich hier im Bildungsbereich. Und jetzt müssen wir ihm natürlich einen Vormund wählen. Und hier gehe ich auch nochmal kurz darauf ein, dass unsere Herrscher, auch wenn es natürlich in diesem Falle wahrscheinlich historisch gar nicht mal so abwegig wäre, wobei irgendwann, glaube ich, Könige und viele Herrscher ihre Kinder tatsächlich auch nicht wirklich selbst ausgebildet haben. Also definitiv nicht. Von daher ist es vielleicht auch historisch doch gar nicht so weit hergeholt. Also werden unsere Kinder nicht selbst ausbilden, weil ansonsten die Wahrscheinlichkeit doch relativ groß ist, dass man immer gewisse Klone erschafft von sich, von den Eigenschaften. Und das ist einfach nicht schön. Wir wollen ja auch eine gewisse Abwechslung haben. Und es ist natürlich auch mal spannend zu sehen, in welche Richtung sich die Kinder entwickeln. Das heißt, wir suchen dort dann immer jemanden aus. Und hier kann ich mir eigentlich ganz gut vorstellen, oder ich fände es ehrlicherweise naheliegend, hier vielleicht diesen weisen Mann an die Seite unseres Sohnes zu stellen. Und ich meine, er ist immerhin ein Mönch, dort in die Ausbildung zu gehen. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Und dann kann er sich mal um den kleinen Egbert kümmern. Also werden wir den Vorschlag abschicken. Mein Vorschlag ist gut. Das wird er selbstverständlich annehmen. Wir schauen nochmal, wen wir jetzt noch mitgefangen haben. Ein Bürgermeister, einen Earl. Ja, die aber auch alle relativ gute Kämpfer sind. Naja, ich denke mal, die werden bis zum Ende des Krieges auf jeden Fall alle bleiben, wo sie sind. So, unser Kriegsgegner ist im Moment niemand zu, nirgends zu sehen. Die Versorgung, ja, hier ist die Versorgung noch nicht ganz so gut. Aber ich denke, euch können wir schon mal, das können wir wagen. Wir müssen jetzt einfach ein bisschen weiter belagern, um so ein bisschen. Ah, hier kommen sie an, okay. Kommt es jetzt hier zur Schlacht? Hier seid nur 800 Mann. Okay, wollen wir aber kein Risiko eingehen. Ziehen wir mal danach. Oder ziehen sie schon weg? Ah! Sind wir jetzt hier irgendwo ausmanövriert worden? Oder teilen sie sich hier auf? Was haben sie vor? Wir schauen erstmal, dass wir uns hier vielleicht nochmal zusammenfinden können. Na, kommt schon. Sehr gut. Alfred an der Spitze. Ja, und dann wird es hier nochmal zu einer Schlacht kommen, wo wie wir wieder komplett im Vorteil sind. Ja, so fast.
Oh, und da ist. Oh, Sebert ist verwundet. Und er ist hier entkommen. Ah, jetzt überschlagen sich hier die Ereignisse. Unser guter Marschall und guter Kämpfer Sebert ist verwundet worden. Dieser Bürgermeister ist gestorben. Häuptling Björn ist aus unserem Kerker entkommen. Ja, mögen ihm die Pest holen. Ärgerlich. So, dafür haben wir den nächsten gefangen genommen. Gut. Schon viele Plünderer hier auch gerade unterwegs. Dann werden wir aber hier zurückmarschieren. Und schade, dass tatsächlich bisher noch niemand dem Ruf unseres Großkönigs hier gefolgt ist. Also da müssen offensichtlich weitere Boten ausgesandt werden. Anders kann ich mir das ansonsten nicht erklären. Gut, ob wir da noch interessante Persönlichkeiten hier zu uns nach Winchester einladen können, das werden wir dann in der nächsten Folge sehen. Bis dahin macht's gut, euer Henri.